Hallihallo, Hallöchen, hier ist Schoki Banoki, heute mit der neuen Ausgabe Daily, der Tagesdosis Angeberwissen. Ja, ich bin der Sascha und das ist der Till und der Till, der ist ja lernfähig, ja, der kommt total. Immer sonst irgendwie so Schmletto rein, so hallo, so irgendwie so ähnlich auf jeden Fall und heute hat er mal richtig Gas gegeben, ja, heute am 11. November kann man sich rot im Kalender anstreichen. Till hat mal Gas gegeben. Bam. Ja, richtig, genau. Heute am 11. November haben wir aber auch einen, der ordentlich Gas gegeben hat in seinem Leben. Das ist Leonardo DiCaprio. Aber sowas von. Ja, Leonardo DiCaprio kennt ja jeder. Jeder. Ja, und der hat auch Gas gegeben in den Filmen Titanic. Und wie? Und Aviator. Auch da. Inception. Da auch. Und schrei doch mal ein bisschen lauter. Und The Wolf of Wall Street. The Shelter auch. Ja. Nee, Shutter Island, so hieß Shutter er. Island, genau. Shutter Island, genau. Inception fand ich ganz gut, muss ich sagen. Der war ein bisschen verwirrend. Na ja. Also, da musstest du schon immer mit dem Kopf dabei sein und ach, hab ich keinen Bock drauf. Ja, also egal. Ja, auf jeden Fall, Leonardo DiCaprio hat Geburtstag, ist 1974 geboren, am 11. November. Und happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. So, aber am 11. November war noch was? Ja, 1918. Was war da? Weißt du nicht? Nee, sag mal. Also in einem Wald nahe Paris hat die deutsche Delegation, angeführt von einem Reichstagsabgeordneten Matthias Erzberger, die Kapitulation Deutschlands unterzeichnet und somit den Ersten Weltkrieg beendet. Wieso hast du nicht so gemacht? Das ist immer so dass die Haltung. Achso, hätte ich so machen. Ja, findest du das Thema ernst genug für diese Haltung? Ja, Kapitulation, Erster Weltkrieg, ist doch eigentlich relativ ernst. Ernst? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben auch einen Fakt des Tages. Wir haben einen Fakt. So ein Fakt. Aber sowas von. Abgefuckter Fakt des Tages. Pass auf. Ja? Alle Ameisen auf der Erde, jetzt musst du mitdenken. Alle. Ja, alle Ameisen auf der Erde. Alle? Mhm. Wiegen mehr als alle Menschen auf der Erde zusammen. Ist doch nicht wahr. Ja. Das heißt also, im Prinzip sind es sozusagen das Gewicht, das du mitbringst, gibt es nochmal mindestens als Ameisenhaufen irgendwo. Und mein Gewicht ja auch als Ameisenhaufen irgendwo. Oh, das sind eine Menge Ameisen. Das sind sehr viele Ameisen, ein paar Ameisen mehr. Und jeder Mensch hat sozusagen mindestens einen Ameisenhaufen irgendwo und die wiegen aber noch mehr. Verstehst du? Und wenn du dir, dann überlegst du, so eine kleine Ameise. Eine klitzekleine Ameise. Die sind so leicht, die können vom Hochhaus fallen, ohne zu sterben. Ja. Und die aber als Riesenhaufen sind aber dann auch irgendwann schwer. Ja, aber die verteilen sich in der Luft. Also wenn du so ein, nein, das so meine so ich mit der Schubkarre jetzt so einen Ameisenhaufen an den Rand von so einem Wolkenkratzer und dann abkippst, dann verteilen die sich und kommen unten alle lebend an. Ja, und machen genau. Ja. Aber das war ja nicht die Frage. Nein, so. Aber... Ja, jedenfalls... ist der Kopf dicker als der Hals. Richtig. Und damit schließen wir auch diese Sendung. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen wieder. Ciao.